Buonasera, buonasera. Was hat der da gesehen? Buongiorno, 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 meine YouTube-Freunde, Schalke-Freunde und Sportskameraden zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, sind nur noch der Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der sechste Tag. Noch sechs Tage, dann haben wir das Heimspiel gegen Holstein Kiel. Ich bin schon richtig mega angespannt und heiß drauf auf das Spiel. Die ersten drei Punkte einfahren. Ja, was gibt's von unserer Mannschaft Neues? Ja, zwei gute Nachrichten. Terode und Itakura nehmen am Training wieder teil, endlich. PCR-Test auch bei Itakura negativ. Das heißt, Terode wird langsam an der Mannschaft wieder rangeführt, wie der Gramuzis es erwähnt hatte. Langsam ist dann eine Option für Spiel gegen Kiel im Kader. Ob er jetzt von Anfang an spielt oder auf der Bank sitzt, das werden wir ja noch sehen. Itakura, denke ich mal, der wird auch voll mittrainieren. Der ist richtig heiß. Der Trainer sagte ja, der hat ihn ja jedes Mal angerufen, der Co. Oh, der will. Und ich denke mal, der Itakura, der wird eher auf dem Platz stehen als der Terode. Sagen wir so, in der Stammformation. Ne? Das sind schon mal zwei gute Nachrichten, dass die beiden wieder einsatzfähig sein werden gegen Kiel. Ja, Kaminski. Leider Kaminski erwischt. Corona. PCR-Test war positiv. Hängt davon ab, wie lange er jetzt in Quarantäne bleiben soll. Es gibt ja immer neue Vorschriften. Einmal 14 Tage, dann 10 Tage, dann 5 Tage. Wird man sehen. Aber Kaminski wird definitiv ausfallen gegen Holstein Kiel. Das ist jetzt die Chance für Wouters oder Matriciani. Ja, einer von den beiden wird vielleicht voraussichtlich dann den Platz von Kaminski einnehmen. Eigentlich bevorzuge ich dann den Salif Sané. Aber da unser Cheftrainer auch gesagt hat, dass Salif Sané keine Kraft hat für 90 Minuten, die Belastung für sein Knie weiß man auch nicht. Es wird ein heißer Dreikampf. Wer wird für Kaminski den Platz in der Startelf haben? Entweder Matriciani, Wouters oder Salif Sané. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, wen von den drei ihr gerne sehen wollt. Ja, und das Spiel gegen Holstein Kiel werde ich beim Königsblau TV alias Rainer, unser Kästi, werde ich mit ihm zusammenschauen. Ich fahre nach Münster zu ihm nach Hause und dann schauen wir uns das Spiel gemeinsam an. Ich bin heiß, noch sechs Tage, dann geht's los. So, meine Freunde, ich sag mal, wünsche euch alle noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Ciao. Der Schalke. Buonasera, buonasera. Was hat er da gesehen? Yeah!